Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Nachrichten, präsentiert von deiner WLZ. Die Stadt Waldeck strebt die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen an, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken und die Stadt für zukünftige Bürger attraktiver zu machen. Trotz eines leichten Bevölkerungszuwachses von 1,4% zwischen 2021 und 2024 hat die Stadt seit 1995 einen Einwohnerrückgang von 14% verzeichnet, mit drastischen Unterschieden zwischen den einzelnen Stadtteilen. Bei dem Blasmusik-Frühschoppen Marsch Marsch in der Schützenhalle Usseln treten zwei Blaskapellen auf zwei Bühnen auf und unterhalten die Besucher mindestens 5 Stunden lang mit schwungvoller Marsch- und Stimmungsmusik. Der Musikverein Rena und die Schützenblaskapelle Willingen wechseln sich dabei ab, unterstützt durch eine eigens errichtete zweite Bühne, um das musikalische Erlebnis zu maximieren. Der 36. Adorfer Ostermarkt findet am Samstag, 30. März, auf dem Dorfplatz in Diemelsee-Adorf statt, wo rund 25 Stände mit überwiegend regionalen Produkten zum Bummeln einladen. Neben der Eröffnung durch Bürgermeister und Ortsvorsteher wird das Programm durch musikalische Unterhaltung, Imbiss- und Getränkestände sowie spezielle Angebote für Kinder, wie Schminken und Geschicklichkeitsspiele, bereichert. Für alle Reiselustigen: Bei Caravan Konrad in Bad Wildungen finden Sie genau das, wonach Sie suchen. Seit Oktober 2023 bietet Caravan Konrad Modelle aus der Mietflotte zu speziellen Sonderpreisen an. Ob Mieten, Kaufen, Werkstattservice oder Campingzubehör, bei Caravan Konrad sind Sie richtig. Entdecken Sie mehr auf caravan-konrad.de. Bei den hessischen Hallenmeisterschaften der Masters in Stadt Allendorf errangen die Leichtathletinnen des TSV Korbach, Tatjana Schilling, Marion Tenbusch und Diana Richter, insgesamt 13 Medaillen, wobei Schilling mit 6 Siegen, darunter herausragende Leistungen im Kugelstoßen und über 60 Meter Hürden, besonders glänzte. Für weitere lokale Nachrichten und tiefgehende Berichterstattung abonniere unser WLZI-Paper. Bleib informiert, bleib uns treu, deine Heimatzeitung.